Guilherme Giga Spinelli from Brazil. And hopefully we're gonna see no restart. 10 seconds are on, ladies and gentlemen, just 10 seconds for breaking up the hell. Green light is waiting for the guys. Launch control, and the start is on. From the outside once again, and Sven Isaksen, now it's leave the run from the outside by Sven Isaksen, bumped into the water bomb. Leave the run in the lead. Leave the run getting in Führung for Thomas Häkkinen, for Brian Deegan, for Jennifer Haus, Brian Deegan a bisschen. Nein, Thomas Häkkinen ein bisschen quer rumgekommen. Das ist jetzt die Goldmedaille für Häkkinen. Jetzt geht es los. Sie sind durchgekommen. Sie sind durch alle Kurven durchgekommen. Auch wenn Sven Isaksen da heftig eingeschlagen ist. Aber vorne Häkkinen vor Duran. Vor Deegan, vor Tennerfaust. Die beiden hier, die fechten es richtig aus. Und jetzt Tennerfaust innen rein in die Tor. Tower-Kurve. Tennerfaust bleibt auf der Vierfuß. So Brian Deegan hat vorne rechts eine gebrochene Aufhängung. Position, 6. Sven Isaksen, aber Häkkinen auf dem Weg zu einer Goldmedaille, Fragezeichen, Liam Duran auf dem Weg zu einer Silbermedaille, Tennerfaust auf der dritten Position, Townsend Bell, Sven Isaksen, Matthias Ekström, Cam Block, Steve Arpin und uns fehlt einer. Thomas Häkkinen, der junge Finne, ist er auf dem Weg, das Ding hier jetzt nach Hause zu fahren. Liam Duran, zweiter, Tennerfaust, jetzt dritter. Townsend Bell, Sven Isaksen, Matthias Ekström, Steve Arpin. Ryan Deegan fährt langsam noch weiter. Giga Spinelli, Cam Block, nur auf der vorletzten Position. Aber Thomas Häkkinen macht seinen Weg hier, fährt sich frei von Liam Duran. Und wenn es so kommen sollte, dann wäre er auf jeden Fall der beste Rallycross-Teilnehmer an diesem Wochenende hier in München. Denn er würde eine Goldmedaille und eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Vorne rechts, gebrochene Aufhängung bei Brian Deegan und Platterreifen vorne. Entschuldigung, ja doch vorne rechts bei Brian Deegan. Thomas Häkkinen führt immer noch Liam Duran. Sehr schmutziges Auto mit seinem Mini-Countryman. Aber er ist auf jeden Fall auf dem Schaumplatz. Und Sven Isaksen arbeitet sich langsam auch hier nach vorne. Aber er kommt nicht so richtig an der Teller raus. Und man merkt es auch, die Fahrer hier sind jetzt richtig bei der Sache dabei. Denn es geht jetzt richtig rund. Das Finale der Finals, das Rallycross Ford Rallycross Event Finale in den X Games in München. Thomas Häkkinen aus Finnland führt vor Liam Duran, vor Tennerfaust, Finnland, vor England, vor Amerika. Norwegen folgt mit dem Subaru in den Händen von Sven Isaksen. Thomas Häkkinen scheint an diesem Wochenende hier jetzt richtig gut aufgestellt zu sein. Gestern die große Medaille, heute die goldene. Isaksen arbeitet sich an Tennerfaust heran, aber er kommt nicht so nah, wie es sein sollte. Giga Spinelli auf dem letzten Platz. Wir haben einen, der uns fehlt. Nein, doch, Brian Deegan fehlt. Alles gut vorne für den Ford. Das wäre super, wenn bei einem Ford Rallycross Event ein Ford Fiesta gewinnen sollte, nämlich Thomas Toppi Häkkinen aus Finnland. Liam Duran in the second position, Sven Isaksen in fourth position, Tennerfaust on the third position, but in front is the Finnish driver. It is the young Finnish driver, Thomas Toppi Häkkinen. Tennerfaust is in the chocolate now. He's coming a bit closer to Liam Duran, who's a bit underpowered in his mini countryman, but he doesn't came that close to really force Liam Duran into a failure. Jump for Thomas Häkkinen, breaking for the turnaround in the gravel section, passing the Red Bull gate. Sven Isaksen in fourth position, but lead still for the Finnish man, for Thomas Häkkinen, and Liam Duran is doing a brilliant job after the gold medal yesterday. And also Sven Isaksen looks like
flag that it will be the best result so far in the X Games and in the Liverpool Red Cross Championship for Mr. Sven Isaksen. But in the lead is Finland, another guy from the northern countries. Vorne ein Finne, dahinter ein Brite, dann ein Amerikaner. Das ist definitiv Global Rallycross Championship. Das ist auf jeden Fall der Vorbote zu einer Rallycross-Weltmeisterschaft. Fragezeichen. Alles läuft hervorragend für Thomas Häkkinen. Er hat keine Probleme, hat hier 6 und auf der 5. Position. Noch ist die weiße Flagge nicht draußen. Ich schätze mal, es müsste jetzt ungefähr die vorletzte Runde sein. Sverre Isaksen muss jetzt von innen aufpassen. Ein anderer Skandinavier kommt heran, nämlich Mathias Ekström mit dem Foto von Marcel Motorsport. Arbeitet sich langsam aber sicher heran an den Norweger. Ganz einfach ist das für Sverre Isaksen im Moment nicht. Kenner Faust entledigt sich nicht seiner Heckschürze. So geht es jetzt wieder auf den Jump herauf, aber vorne ganz klar für uns. Sverre Isaksen wird langsamer. Er kann jetzt nicht voll arbeiten mit dem Subaru, aber Thomas Häkkinen hat überhaupt keine Probleme, meine Damen und Herren. Er liegt klar und deutlich in Führung. Liam Doran hat auch einen komfortablen Vorsprung vor Tanner Faust, der sich aus allem rausgehalten hat. Aber jetzt geht es nochmal hier auf der 4. und 5. Position um die Wurst. Matthias Ekström oder Sverre Isaksen. Der wird sozusagen die Blechmedaille bekommen. Schauen wir hinten mal rein. 6. Position für Kevlog, 7. Steve Arpin, 8. Townsend Bell. So geht es jetzt wieder in Richtung Table Jump. Ganz entspannte Nummer für Thomas Häkkinen. Das Auto läuft wie ein Uhrwerk. Keine Probleme für den Mann aus Finnland. Für den jungen Mann aus Finnland. Alles komplett unproblematisch. Und Matthias Ekström sagte schon, im Finale fahren wir ja mehr Runden. Das ist ganz schön anstrengend. Hier die volle Leistung zu bringen. Liam Doran und Thomas Häkkinen und auch Tanner Faust gehen in die letzte Runde, meine Damen und Herren. Die weiße Flagge kommt. Sverre Isaksen hält sie. Matthias Ekström noch vorm Hals. Aber könnte das in der letzten Runde noch schaffen. Sie waren Townsend Bell. So sind die weiteren Positionen. Weiße Flagge auch dann gleich für Giga Spinelli. Aber wir sind schon wieder vorne an der Haarnadel. Kurve im Schotterbereich. Meine Damen und Herren, das stinkt verdammt nach einer Goldmedaille für Finnland. Das letzte Mal die Towerkurve hier um den Reichstower herum. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus für Finnland, für Thomas Häkkinen. Zweiter wird Liam Doran und dritter wird Tanner Faust. Die Medaillen sind vergeben. Wer kommt da nach vorne? Kemplock hat sie nach vorne gefahren. Matthias Ekström kann ihn aber noch passieren und geht jetzt in die letzte Kurve, die Zielkurve hinein. Vierter wird Matthias Ekström, fünfter wird Kemplock, sechster wird Steve Arpin, siebter wird Townsend Bell und achter Giga Spinelli. Meine Damen und Herren, zwei junge Fahrer aus dem Rallycross-Sport, nämlich Thomas Häkkinen aus Finnland und Liam Doran, der sich gerade wir wollen es mal lassen, er freut sich einfach riesig.